So, das Prinzenpaar da. Wie heißt ihr? Ich bin Jenny, die Herzhafte. Und Patrick, der Scherzhafte. Wunderbar. Und wie gefällt es euch jetzt? Ist uns gefällt? Ja, es ist so toll. Also ich finde, es ist so tolle Stimmung. Es ist lustig. Echt cool. Ist aber ein bisschen schade, dass die Regentschaft bald aufhört, gell? Ja, das ist schon. Eigentlich wollte ich es mir nicht wegnehmen lassen, aber irgendwann muss man nachgehen. Bringt die Kasse voll zurück? Die, ja, das auf jeden Fall. So, und wer sie nicht kennt, das ist die Bürgermeisterin. Grüß dich, Robert. Hallo. Tolle Sache da, gell? Ja, wunderbar. Wir haben heuer ein Jubiläum, 25 Jahre. Findet das jetzt schon statt. Das ist ein super Event und ist natürlich ganz auf meiner Wellenlänge. Das Wetter spielt mit. Das Wetter hält dabei, ja. Ich glaube, es wird auch so bleiben. Ein bisschen windig ist, aber es ist zum Aushalten. Jetzt gehen ja bald die Schmolzbrot aus, oder? Ja, also jetzt geht es bald Schluss sein damit, ja. Aber wir haben 15 Kilo Brot verstrichen. Also, na, wunderbar. Also. Ja, also ich glaube, es sollte noch ein bisschen reichen. Na, wie kommt man so schöne grüne Haare? Ach, das war abenteuerlich. Ich habe 2 Dosen grünen Haarspray verbraten, bis ich so ausgeschaut habe. Und das war noch immer nicht so das Ergebnis, das ich gerne erzielt hätte. Aber es passt. Danke, danke. Es geht. Ich werde auch nicht erkannt. Genau. Also das war, somit hat es funktioniert. Perfekt. Ein Fuß auf die Wange. Ja. Lieber nicht. Nein? Nein, ich habe noch einen langen Tag. Aber es ist schön, dass ihr da seid. Wir feiern heute einfach, oder? Unbedingt. Die Party kann weitergehen. Genau. Wer ist denn das junge, hübsche Mädel da? Zeig mal, was du für Leute. Heute Obmann des Faschingskomitees. Ein bisschen ein Dame an Bord, gell? Ja, das ist modern. Das ist modern. Und vor allem in der Faschingszeit sollte man das auch ein bisschen leben, diese Traditionen, und heute dürfen wir uns blöd aufführen. Absolut. Ab morgen ist wieder ernst angesagt. Genau, aber heute wird gefeiert. Heute wird gefeiert. Heute bis 22 Uhr wird der Marktplatz gerockt mit DJ, die Jazz-Gitte kommt, ich freue mich schon drauf. Wunderbar. Viel Vergnügen. Danke. Der Adler heißt, boah, das ist aber weit. Ja, das ist nur für heute.
Nur für heute. Sexuelle Belästigung und fertig. Warst du beim Warsig? Du beim Warsig? Nein, die habe ich selber gemacht. Ah, wunderbar. Hotdog, Hotdog. Oh, ja, bist du ein schönes Hotdog. Also ein bisschen aufgeregt natürlich heute. Na ja, klar. Aber ja. Ja. Aber er sieht wenigstens was jetzt, ne? Ja, er sieht was und er ist auch dabei. Ganz wichtig. Ja, ist ganz wichtig. Aber eigentlich mag er das sehr gern. Also er mag gerne ein Halstuch oben haben, er mag gerne so ein Hotdog-Kostüm. Also er fühlt sich nicht unwohl. Aber nicht auf die Nierendeln ist ihm nicht kalt. Ne? Nein, das glaube ich. Und er hat auch so einen Puffer, wenn er durchgeht durch die Menschen. Gell? Ja. Okay. Ciao. Hallo. Ihr seid von TV21, gell? Das ist unser Chef. Wo ist der Chef? Sie müssen mit ihm ein Interview machen. Na, mach mal. Bitte. Wir machen ein Chef-Interview. Ja, grüß euch, hallo. Hallo. Wo seid ihr? Außer... Von wo sind wir? Ja. Wir sind aus der Nachbargemeinde aus Strasshof, ja. Von der Pizzeria Domani und wir sind sehr froh, dass wir heute auch hier sein dürfen. Na wunderbar, ihr habt eine gute Pizza, die kenne ich schon. Ja danke, das freut mich, sagt das nur weiter, gell? Ja, machen wir unbedingt. Schön, dass ihr da seid. Ja. Wir sind mehr, gell? Wir haben die frischesten Eier heute. Genau, aber sonst habt ihr die beste Pizza. Dankeschön, das freut uns. Also schaut vorbei nach Strasshof zur Pizzeria. Alles Liebe, Baba. Guten Tag, ciao. Ciao, ciao. Kaffee? Vielleicht ein Kaffee? Ich kenne den Kaffee, der ist gefährlich. Nein, der ist nicht gefährlich. Das ist die Rüstung Automarkt 38. Aber wir haben noch einen langen Tag. Ja. Ja, klar. Was habt ihr denn gut? Was habt ihr denn gut? Wir haben Schmalzbrot mit Zwiebel und ohne Zwiebel und dann Spritzer und dann Traubensaft. Veltliner natürlich. Kölner Veltliner, ja. Hauptsorten. Naturfreunde haben wir auch da. Das habt ihr ja alles im Auto, was braucht. Ja, alles, was die Naturfreunde so brauchen. Ja. Ski, Skischuhe, Schlittschuhe. Die Ski habe ich mir extra von Andal Malta rausgeborgt. Wunderbar. Also da bleiben wir, der tut uns immer füttern mit den Zuckern. Anfüttern, ja. Anfüttern, ja. Okay. Ist erlaubt, ja. Heute ist erlaubt. Übrigens, kennen Sie auch ganz ein bezaubernder Schraubdoktor? Nein. Muss ich euch gleich vorstellen. Nein, unbedingt. Frau Doktor. Ja. Unsere bezaubernde Frau Doktor. Eine echte Frau Doktor? Eine echte Frau Doktor, wirklich? Nein, ja. Eine echte Pippi Langstrumpf. Nein, du bist eine echte Frau Doktor. Dazu, was für Frau Doktor bist du? Ich bin Frauenärztin hier in Deutschraum Agram. Also nicht ganz für mich geeignet. Wir können es ausprobieren. Ja, ich bin auch nur selten dort. Aber gut, dass es eine Frauenärztin gibt in Deutschraum Agram. Denke ich auch, ja. Danke und schönes Feiern. Danke ebenfalls. Ja, Doktor. Nein, der Mann von der Frau Doktor. Ja. Das ist ein Herr Doktor. Aber früher war das üblich, da hat man immer gesagt, die Frau Doktor, und das war aber nicht die Frau Doktor. Ja, wir haben es aber im Zuge der Emanzipation einfach umgedreht. Man muss nur wissen, wie man es macht. Genau. Super. Hallo, wir sind im Kindergarten angekommen, gell? Ja, ganz genau, grüß euch. Hallo.
Kindergarten oder von der Stadtgemeinde Deutsch-Wagram eigentlich. Wir freuen uns schon riesig auf den neuen Kindergarten in der Ferdinand-Freiligrad-Gasse und das wollen wir heute feiern mit dem Fasching. Absolut. Wie heißt denn er? Das ist der Berli. Der Berli. Mama, gib mir meinen Rucksack! Fasching ohne euch darf nicht sein, gell? Richtig, genau. Was ist das Wunderbares? Wir sind die Photonauten. Photonauten? Und Photonen in lustige Dinge umwandeln. Na wunderbar. Ja. Könnte man mehr davon brauchen, gell? Ja, genau. Wenn die dahinter Musik spielen können, müssen wir einen Strom machen. Alles klar. Was ist denn das Schönes da? Das ist der Veronika ihre Putzerei. Was, Schwager, was putzt ihr alles? Alles. 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 Wunderbar. Schick war bis zu unter uns. Also dann offene die Putzerei. Offene die Putzerei. Abunda, abunda, es ist abunda geschehen.